So, da sind wir wieder unterm Bürgermeisterbüro. Hoffentlich. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir uns versehentlich ein bisschen verbuddelt haben. Also verbuddelt jetzt nicht im Sinne von uns eingegraben, sondern im Sinne von, wir sind an der falschen Stelle angekommen. Und Nick hat auch noch was zu sagen, aber der muss warten, denn wir müssen erstmal eine vernünftige Waffe in die Hand nehmen. Und ja, dann nehmen wir nochmal Kellogg in seine Pistole wieder. Schön schlagkräftige Begleitung zu haben. Und dann gucken wir mal, was hier oben so los ist. Erstmal noch nicht viel. Ja, also geht's wieder ans fröhliche Durchsuchen. Ja, benutzt deinen Kopf. Ist immer eine gute Idee. Tja. Ist ja nicht so viel hier. Hallo? Da, so rüber, genau. Na, geh weg da. Ein Spüllappen, das mache ich dann später mal offscreen mit meinem Geschirr. Außerdem habe ich doch eine Geschirrspülmaschine. Mensch. So, gut, wie auch immer. Labarababa, hier ist nichts los, also gehen wir mal hier durch die Tür. Mel. Nein, nicht Mel. Tresorraum. Okay. Okay. Auf einen grünen Tarnschaf bist, sollten wir uns beeilen. Hat sich um dich gekümmert, Bobby. Und du willst ihn beklauen? Hör nicht auf sie. Sekunde, ich nehme mal eben was anderes in die Hand als die Dingenskanone da. Und zwar. Da haben wir nur 15 Schuss dafür. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Da noch weniger. Ja, dann müssen wir mit der 45er klarkommen. Wo ist sie? Einmal die macht 41 Schaden. Ah, Leute, Leute, Leute. Ja, dann nehmen wir das Kampfgewehr. Und jetzt habe ich leider nicht hören können, was da los war. Ich mache erstmal die olle Funzel aus. Okay. Die Frage ist, ja. Was hat das denn mit Hancock zu tun? Ja, deswegen. Wie Mel schon geahnt hatte, ist das nicht der Tresorraum von Diamond. Na, was habe ich denn gesagt? Schon. Den anderen ist das auch nicht klar. Toll. Nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Ihr wisst schon, Hancock, der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal, ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Ich will das erstmal erklärt haben hier. Was ist hier los, Bobby? Warum hast du uns angelogen? Niemand, der bei Verstand ist, würde mir helfen, Hancock zu bestehlen. Entweder man hat eine Heidenangst vor ihm oder liebt ihn abgöttisch. Er glaubt, er sei unverwundbar. Ich wollte ihm zeigen, dass er sich irrt. Na. Komm schon, Bobby. Wenn wir gehen, kommen wir wenigstens lebend davon. Tja, scheiße. Du hast recht. Ich gebe nicht so schnell auf. Aber ich weiß, wann ich unterlegen bin. Gehen wir. Nicht, warum ich dir wieder vertraut habe, Bobby. Aber das war okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder falsch. Ist eigentlich auch relativ schnuppe. Denn jede getroffene Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Und ja, Nick bleibt natürlich bei uns. Und da ist er runtergekommen. Hallo, Fahrenheit. Entschuldigung. Du hast das Falsche getan. Ja. Das tut mir echt leid. Entschuldigung für den Ärger. Der Boss wird es verstehen. Du wusstest nicht, was du tust. Hier, nimm das. Eine Anerkennung dafür, dass ihr das Richtige getan habt. Okay. Okay.
Nice. Hancock wird erfreut sein, von deiner Loyalität zu erfahren. Du solltest mal persönlich vorbeischauen. Es das ist werde besser, ich auch. Sich mit Hancock gut zu stellen. Glaub mir. Tja, dann haben wir das erledigt. Und können hier nochmal eben so ein bisschen, mal eben gerade erstmal unsere neue Waffe angucken. Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist er. Na, holla. Schönes Ding. Ja. Mehr gibt es hier offensichtlich nicht. Alles leer. Dann verziehen wir uns hier mal. Und zwar hier entlang. Und dann hier entlang. Und gehen mal raus ins Commonwealth. Und dann gucken wir mal, was wir denn so als nächstes vorhaben. Und muss ich sagen, das Finale hatte ich mir doch etwas blutiger vorgestellt. Aber naja. Manchmal geht es auch mit Diplomatie. Frachtdepot. Okay. Dann schauen wir mal. Daten, Aufgaben, Silver Shroud. Jawohl, töte Kendra, das wollen wir machen. Ja. Gut, dann werden wir jetzt erstmal in Richtung dieser Silver Shroud-Geschichte gehen. Gucken wir mal eben auf der Karte, wo das ist. Und zum Somerville Place müssen wir ja auch noch. Aber erstmal töte Kendra. Das ist wichtig. Und wir sind da. Das heißt, wir müssen genau in die andere Richtung. Oder wir flitzen halt jetzt doch mal kurz da vorne hin. Nee. Diese Somerville Place Geschichte, die heben wir uns nochmal auf. Na, bevor wir da hinten irgendwo hochkommen, gehe ich mal Richtung Brücke. Wenn das eine Brücke ist. Also es ist ja eine Brücke, aber ob wir die auch benutzen können, ist die Frage. Was? Und ich dachte schon, da wäre irgendjemand. Was? Irgendwas ist doch hier. Oha. Okay. Ist er jetzt down oder nicht oder was oder wie? Okay, der verzieht sich gerne mal. Wir müssen mal eine andere Waffe nehmen. Und zwar nehmen wir mal die Kampfflinte. Und dann gleich mal mit Q. Nein, nicht auf den Kopf. Moment mal, wie war das zurück? Tab. So, ins Gesicht kriegst du. Jetzt aber down. Okay. Ich müsste mal ein Red Away und ein bisschen Nahrung einschmeißen. Ups. So. Red Away. Sowas. Und dann haben wir uns so ein schönes... Ach komm, hier so ein Stechflügelerfilet. Mal ganz was Leckeres. Okay. Notfrequenz. Moment mal, da hatten wir doch auch noch eine Quest. Da. Suche nach anderen Notsignalen. Wir haben eins. Ach so, jetzt habe ich es wieder verloren. Ich gehe wieder vor. Gefunden. So, Radio. Notfrequenz. Habe ich sie wieder verloren. Ah ja, in der Richtung finde ich sie. Ich wiederhole. Okay, hier sind offensichtlich... Nö, nö. Hier ist niemand. Hier komme ich nicht rüber, ne? Nee.
ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1, 7, Echo, Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Das ist okay. Und jetzt nehme ich mal die Scharfschützenwumme. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Dasselbige welche hier. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Für dich muss jemand ein großes Loch haben. Na, für mich auch, wenn es so weitergeht. Ich wiederhole. Sag mal. Mann, achso, da bist du... Oh. Ich hatte Mutantenhund leider mit Nick verwechselt. Das war nicht so gut. So. Oh, oh. Stimpak. Und jetzt mal ganz in Ruhe hier die Mutanten ausschalten. Ja, ja. Weißt du, ich bin doch schon an der richtigen Stelle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Ja, das hat ja gut funktioniert. Wasser und Munition. Okay, ich glaube, das mit dem Ding kann ich mir schenken. Zutritt nur für Militär. Drei Schuss haben wir hier noch, Alter. Der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgegeben. Stimpak. Ich wiederhole. In ausreichender Menge. Ach du Scheiße. Ich muss hier weg. Ach du Scheiße. So. Und Stimpak. Und noch eins. Uiuiui, da ist ja richtig was los. Genau. Wieder Waffenwechsel. So, da haben wir keine Munition mehr. Scharfschützengewehr, wo ist denn das 50er Jagdgewehr? Hier haben wir noch 5 Schuss. Für den hat's gereicht. Wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Haben wir. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Okay. Der wird noch ein bisschen kompliziert, der Typ. Ich wiederhole. Was? Da war auch noch irgendwo einer? Ich glaube, da ist... Ne, das ist keiner. 0 Schuss, ja super. Also müssen wir schon wieder ändern. Eieiei, wir brauchen unbedingt mal Munition. Ja, dann müssen wir das Kampfgewehr nehmen. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten. Scheiße, hier geht's gar nicht raus. 7, Echo, doch. Charlie 9 sind doch, ein Glück. So, der war relativ leicht zu erledigen. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Ja, Moment, wenn wir hier gerade ein bisschen Ruhe haben, dann... Zutritt nur Hilfsmittel, so. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ja. Yep. Ich wiederhole. Und ein paar Köterkeulen. Ach du Scheiße. Was? Wo denn? Von da? Moment. Stimpak. Ach du Scheiße, nee, ey. Mal wieder rennen. Ach. Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familien.
Bin gerade ein bisschen still, aber ich möchte jetzt ungern versterben. Ich werde erstmal abspeichern. Ah. Oh, viel zu kurz. Na super. Na, das nehmen wir doch mal mit hier. Und weg. Ach du Scheiße, da sind noch mehr. Unterwegs nochmal ein Stimpack rein. Oder besser noch zwei. So, erstmal muss ich jetzt diesen doofen. Erstmal muss ich die Splittergranate in die Hand nehmen. Eieiei. So. Ich wiederhole. Doch. Ja, muss denn der nie nachladen oder was? Bis? Da ist auch noch einer. So, den sind wir los. Eieiei. Ich opfer mal noch ein Stimpack. So. Boah, der gibt aber auch eine Kelle raus, der Junge. So, jetzt kommst du oder ich. Eher du. Sehr gut. Taktisch zerfetzend. Minigun plus. Ja, nehmen wir mal mit. Das sowieso, das auch. Das auch. Das nicht. Okay. Das ist Nick. Und da vorne sind noch welche. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ach ja, komm, unaufhaltsam. Ich zeig dir mal unaufhaltsam, Junge. Ach du Scheiße. Ja, ich wollte dir ja unaufhaltsam zeigen. Also, so geht's nicht. Verdammt! Da hat er aber echt gut getroffen. Mist. Naja. Ach so, hier stecke ich jetzt gerade fest. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ja, ja. Wo ist meine Splittergranate? Da. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollzentrum. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für die Quelle. Dieser Kontrollzentrum wurde als Unterflucht für den Fall einer feindlichen Situation. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Und hoffentlich auch noch ein Stimpack. Eieiei. Okay, die Granaten sind alle. Dann nehmen wir mal wieder die Mollys. Und Vollgas mal drauf auf den Typen. Da wird's ja einfach dumm stehen und hau den um. So. Und wir haben Level Up. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wen ich hier noch alles looten konnte. Ah ja. Eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten. Und das war's dann aber auch. Notfallprotokolle 1. Haben wir da oben noch einen? Charlie 9 sind in Kraft. Was war das? Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Na komm. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel. Ja, ist ein bisschen. Okay. Einfach mal, weil ich auch mal Fingerpause brauche. So, Fingerpause beendet. Dankeschön, Nick. Kronkorken, Patronen und noch mehr Patronen. Sehr gut.
Oh, Nick, was hast denn du da für ein schönes Spielzeug? Geht ab. Könnten wir eigentlich auch mal wieder benutzen, das Spielzeug. Der Einäscherer macht 8 Schaden und... Nee, das ist ja doof. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Wo ist denn das Teil? Geben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südbost. Ich hab doch eben auch einen. Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Nee, habe ich nicht. Okay, dann nicht. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer Feindlichen. Dann bleiben wir eben bei unserem Kampfgewehr. Gute Dienste leistet es uns ja immerhin. Auf jeden Fall, meine ich. Was? Wo denn? Da. Ja, komm. Der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Ich wiederhole. Fall um. So. Danke. Wo bist du denn? Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Uiuiui. So. Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Ich helfe noch mal ein bisschen, Nick, obwohl du das ja im Griff hast. Wie dachtest du denn, dass das Personal? Na, ich hatte jedenfalls gehofft, dass es ein bisschen lauer durchläuft. Und dass mir das scheiß Video nicht, Radio nicht so auf den Senkel geht. Ich wiederhole. Ja, das glaube ich sogar, weil ich muss mir schnell mal ein Stimpack reinhauen. Verdammt, nichts gefunden. Was? Nein, ich hänge hier fest. Nee, doch nicht, sehr gut. Eieiei. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südbost. So, jetzt fall um. Na, meine ich doch. Ich würde gerne mal wissen, was das für ein doofes Geräusch ist. Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Ach, so ein Geräusch ist das. Dammt nochmal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Okay, geht doch. Da hatten wir den Crit im richtigen Moment. Mini-Atombombe nehmen wir mit. Sehr gut. So, und jetzt haben wir hier ja auch offensichtlich ein bisschen Ruhe reingebracht. Gut, Wodka brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht zwingend. Whisky auch nicht, obwohl das schon besser ist als Wodka. Aber das ist nur so eine persönliche Meinung. Und hier haben wir ein Terminal und ein Safe. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1-7 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Ach ja. Ja, und den knacken wir noch. Und dann sehe ich gerade, sind wir schon wieder weit über die Zeit, die eigentlich geplant war. Und dann sehen wir morgen mal, wie es weitergeht. Aber erstmal knacken wir noch, sag mal, knacken wir noch den Safe, wollte ich sagen. Na, geht doch. Hat ja nur 3 Haarklammern gedauert. So, Kaliber 15, Schrot ist sehr gut. Vorkriegsgeld und die Waffe brauchen wir nicht. Ja. Und damit haben wir einen Mutantenstützpunkt ausgehebelt und auf der Suche nach einem fröhlichen Radiosignal sind wir. Und das machen wir morgen weiter, ne? Ciao, ciao!